Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Freunde. Ich habe mir heute zwei der besten deutschen COD-Spieler geschnappt, nämlich aus dem Team Animosity, meiner neuen E-Sports-Orga. Link ist natürlich in der Videobeschreibung, wenn ihr die Jungs unterstützen wollt. Und ja, wir haben ein bisschen Black Ops 4 gezockt, ein bisschen getalkt über Champs, das jetzt ansteht und ein bisschen über aktuelle Sachen und uns natürlich auch über das Game aufgeregt, ganz klare Sache. Viel Spaß beim Video, lasst gerne ein Like und ein Abo da, let's go! Hast du MW gespielt? Warst du in Amerika? Nee, ich war nicht da. Wie ist denn euer erster Eindruck so? Wie ist euer Gefühl, als ihr das Zeug euch reingezogen habt, was da so veröffentlicht wurde? Ich habe jetzt nicht so viel gesehen, aber sah ganz geil aus, dass man so wieder pre-aimen muss und so. Weil hier muss man ja nur so reinsliden und so um die Ecken und so. Aber was halt abfucken könnte, ist dieses um die Ecke lehnen und so. Das, aber gut, das hat in Ghost auch keiner gemacht und die Funktion gab es. Ja. Wurde auch, glaube ich, in Comp gesperrt sogar, ja, oder? Weiß gar nicht. Ich weiß nicht. Ja, hoffentlich, ey. Keine Ahnung. Mich stört nur dieses beim Sprinten, dieses Gewackel irgendwie, so wie bei Battlefield. Ja. Ja, aber man kann auch dieses Motion Blur, dieses eklige, dass das so optisch so nachzieht, das kann man zum Glück deaktivieren. Das war ja auch schon in EW, war das ja auch im Trailer immer so. Das ist so, wie diese PC-Grafik aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Oh, die campen da oben so komplett rum, Alter. Man, diese Leute, die Nuketown immer noch so spielen, sind wir 2011 oder was, Mann? Also oben, zwei sind oben. Ja, ich einfach von so einem Ballistik-Knife gerade geholt, einfach. Einfach Ballistik-Knife. Direkt erster Tod, komplett reingedrückt. So, ich bin jetzt bei den Jungs hier oben. Ja, natürlich, einer bewacht natürlich die Tür. Oh, mit einer Zielsuche, nee, mit so einer ganz komischen Visierung, die ich noch nie gesehen habe. Ist auf jeden Fall einer mit einem Knife. Ui, geil! Spielt eigentlich einer von euch, wer ist denn eure Main Titan im Team? Ah, shit. Ja, früher wäre ich das gewesen. Junge, der mit Ballistikmesser meint es aber wirklich komplett ernst. Wir haben Stacheldraht oben. Ja, sind die alle oben, oder? Wir haben einfach Stacheldraht. Boah, ich habe das beste Aim, Jungs. Ich fahr auf Champs. Wer bleibt zu Hause? Paisy? Na, stopp. Ah ja, so ein Ding. Ich glaube, die sind immer noch hier oben, kann es sein? Ja, die ist so ein scheiß Stacheldraht, Mann. Wo denn? Ah, hier. Nein, das ist unten. Oh, hinter uns! Nein! Ey, er kommt mit irgendeinem Schraubenzieher, Mann! Was ist denn das für ein Ding? Hat mich auch noch komplett genommen. Ja, früher gab's sowas nicht. Jetzt kann man mit Schraubenziehern von irgendwelchen Cheerleadern erschlagen werden. Also das ist echt schwierig hier. Oh Gott, habe ich ihm die Ehre genommen. Okay, die spawnen hier. Ich kann leider nicht sagen, wo, weil man in dem Spiel kein Radar mehr hat. Ja, seit es ja Spezialisten und andere Fähigkeiten gibt, die sowas können. Oh Gott. Na, Ey, der Typ ist schnell. Digga! Was ist das? Digga! Hey, ich wurde freaking free piece von dem, was los ist. Man kann das Ballistikmesser einfach zurückziehen, man, wie so ein Boomerang. Er hat Aim Assist auf dem Ding drauf. Das ist halt komplett geil. Er hat mir gerade. Über die halbe Map hat er mich gerade genommen. Ja, mich auch. Ehrenmann. Wer ist eigentlich das aktuelle Face-Roster? Celium, Scraps, Luma. Wer ist da noch drin? Ah, Zero, oder? Ja, Zero ist auch drin, glaube ich. Ja, die werden ja easy geklappt, die scheiß EUs. Auf jeden Fall, ja. Ich bin der beste Spieler der Welt. Scraps ist so einer der besten Spieler in dem Game. Ja, Scraps hat ja die ganzen Jahre schon. Das war ja damals auch so. Ey, ich war doch im Ding drin, Mann. Als Anton und so noch bei Fab waren, da hatten die auch voll Bock, Scraps zu holen als Ersatz für Torres halt. Aber hat halt nie geklappt. Weil Scraps war damals ja schon. Ich weiß doch, diese eine, da hat er gegen so Deutsche gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie die diese Deutschen hießen. Da hat er auf jeden Fall 50-3 gestanden am Ende. Das ist jetzt so ein Ding auf Champ. Oh mein Gott, stell euch das mal vor, Alter. Er macht Double Nuklear gegen euch. Ich hab die Drohne, Digga. Let's go, Digga. Let's go. Oh nein, der ist Tomahawk, Heini. Wie geil wäre das bitte, Alter? Ihr kassiert so das schlimmste Gameplay der Welt. Hey, ich habe alle 8 Tode von dem Ballistik, Heini, da, Mann. Ich finde auch richtig geil, dass die Sense, also der Reaper, so unnormal underpowered ist. Ich hab schon wieder da oben. Noch gar nicht gesehen. Noch gar nicht gespielt. Ich kill die Leute mit einer Kugel. Hinten, nee, Ballistikmesser! Nee, gib mir einen Headshot mit Ballistikmesser! Wieder oben. Da oben wieder, mein kompletter Ehrenmann. Ich kenn die, Digga. Ich wieder oben drin. Ja, es ist halt wirklich so. Oh, da Vorräte. Richtig, oh, Vorräte. Voll die Vorräte von dem Snacken gerade. Sind Vorräte eigentlich erlaubt auf Champs? Nee. Wie geil wäre das bitte? Einfach Vorräte. So eine A230 daraus. Ja. Oder so ein Einsatzteam. Oh nein, der ist schon wieder hier. Der eine kämpft da wieder oben drin. Oh Mann, Dante. Hä? Ah, nein, hier ist so ein Schild! Oh. Die haben geschützt, da stehen auch noch. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Was ist das für ein Rauch? Na, ey, das ist schon der mit dem Messer als der beste Spieler, ne? Ich mein's ernst. Der Überking, der Typ. Oder wo ich auch neulich nach längerer Pause gespielt habe und dann kommt dieser Schwertspezialist und hat so ein Four-Piece gemacht. Ich wusste nicht, was auf meinem. Da ist er, genau, jetzt ist er gekommen! Ey, das ist halt. Ey, das ist so krass. Mann, das ist doch kein Call of Duty, der rollt da durch die Map, Mann. Mann, da ist der One-Shot dahinter. Ja, ich werde einfach abgeschlachtet. Ja, der Schwertkämpfer kommt wieder, das ist halt unglaublich, ey. Das ist ja so krass, ne? Oh nein, letzte Interview. Einer mit Schwert, einer mit Ballistikmesser. Oh nein. Ey, einer ist top reingeklettert. Der kämpft top mit MG.
Ja, er ist der Beste. Sir Man United, es tut mir leid. Counter UAV. Ja, natürlich. Ich spawn in seiner Sniper. Aber Public, ich meine, gut, Charco, du bist halt, aber seid ihr beide Prestige-Master? Hab ich gerade noch gar nicht geguckt. Nee. Ey, Leute, wir sind gleiches Level. Aber ja, wenn man Liga spielt, nicht spielt man ja auch Level. Ach so. Ja, aber ich hab nie Prestige gedrückt. War Liga so ein Ding dieses Jahr wieder oder war Liga eher so. Ja. Hat nicht so viel Spaß gemacht wie sonst, aber man hat es halt trotzdem gespielt. Da komm ich. Hallöchen. Ein Niemand, Deutscher. So, das ist jetzt geil, ne? Hammer. Hoffe ich so einer von euch dabei. Ist einfach in einem anderen Game. Da bin ich schon wieder, Mann! Ich habe mir jetzt mal eure Gruppe angeguckt, habe so ein bisschen geschaut. Also ist ja theoretisch sogar machbar. Ja, aber das haben wir auch gedacht, ja. Aber man denkt das so, aber. Ja klar, ich meine, die sind ja alle, also da ist keiner auf Champs, weil der besonders schlecht ist, ne? Das darf man nicht vergessen. Face ist ja schon mal Easy Clap, das ist ja schon mal 3-0 für euch. Ja. Seid ihr eigentlich ein SD, seid ihr ein starkes SD-Team? Weil ich finde das immer so krass wichtig. Ich weiß nicht. Eieieiei. Schwieriges Thema. Bei uns irgendwie so. Wundertüte irgendwie, ja. Einfach Wundertüte. Miami auch, wir gewinnen irgendwie so 6-1 Arsenal und dann irgendwie zwei Runden später verlieren wir zweimal 6-0 Arsenal, so ganz komisch. Boah, Arsenal ist Public meine Unlieblings-Map. Wenn ihr die an dieser Garage, die an dieser Lagerhalle spawnen. Boah, wie geil das aussieht. Meine Camo ist richtig am glänzen, das ist geil. Ja, geh mal da in den rechten Gang, du siehst gar nichts mehr. Du kannst beten, dass dich auch keiner sieht. Das sieht echt geil aus. Ja, also das ist ja auch, das schien ja auch in den Trailern so zu sein von MW. Das soll ja irgendwie jede Map einmal als Night Mode Map geben. Echt? Oh, hier ist echt geil, ja. Also, oh mein Gott, hier ist echt dunkel da. Oh, hier ist ein richtiger Competitive-Spieler im Gegnerteam. PG-Kobi mit Gär im Clan-Tag. Ich wusste gar nicht, dass es solche Leute überhaupt noch gibt mit Gär im Clan-Tag. Wissen eigentlich so diese Public-Leute, was für ein Gamer-Tag du spielst? Spielst du mal mit denselben? Ja, in dem Fall. Den hier kennen die ja. Mann, ich hüpfe hier wie so ein Kaninchen rum, ich krieg keine Kills ab. Ich weiß nicht, mit der Maddox fühle ich mich irgendwie nicht ganz so wohl. Ja, du hast die wahrscheinlich nicht so oft gespielt. Am Anfang fand ich die auch kacke so. Aber ist halt die beste Waffe. Ui. Anfang, ja. Wenn man die nicht gespielt hat, ist die kacke. Also kommt man nicht drauf klar. Mit dem zweimal schnell ziehen ist halt komplett ungewohnt. Ja. Weil der Typ schwebt einfach, er hat einfach ein Jetpack mitten im Spiel. Hat der eigentlich schon so eine Sitzordnung? Sowas interessiert mich immer. Also wisst ihr. So ungefähr, ja. Cookie also ist Captain da. Ja, also Captain kann man jetzt nicht so sagen. Das ist so der schlauste so ein Ding. Ach so. Habt ihr gar keinen so richtigen Captain? Nee. Er macht halt die Map-Vetos und sowas halt. Ja. Aber was macht ein Captain? Ah, Kobe ist in der Garage. Oh, da habe ich hier fast so komplett die Ehre genommen. Oh, der spielt Schwertfisch Rapid Fire hier, der Heini. Oh, das Teil ist ja richtig krass. Aber Cookie ist so In-Game-Leader auch. Also in S&D, so callt er meistens, was wir machen und so. Also das klingt für mich jetzt eigentlich alles nach Captain. Ja, also wenn man das so sagen will, ja. Ich dachte eher so, Captain ist so out of game, wir sind bestimmt so, ja, keine Ahnung. Irgendwie lustig, dass ich mit Cookie einfach schon mal in LA war. Einfach 2015, wo er bei UX war. Da war ich ja auch dabei, da habe ich ihn kennengelernt. Da waren wir mit Freddy K noch damals bei Starbucks. Hier ist ein extra Gang links, was ist denn das? Ja, der ist neu. Oh mein Gott, der müsste immer drin sein. Ja, der bleibt ja auch drin. Ich denke nicht, dass die den jetzt aber aus normalen Hacienda meine ich. Guck mal, wie der da sitzt. Ja, Ehrenmann. Kaum gesehen, den Heini. Digga, ich bin halt komplett. Ich mache keine Kills diese Runde. Was ist das? Ich habe 600 Punkte an meiner Keulung. One-Shot, hallo. Ich hab ne Konterbohne. Mann, die Map ist mir zu dunkel irgendwie, Alter. Da muss ich rein. Die sind alle da hinten gespawnt. Hast du den hier außen? Oh mein Gott. Ja, ich hab den links außen. Ganze Lobby hier. Mann, Digga, ich hatte jetzt wäre perfekt, wenn die jetzt mal rauskommen würden. Natürlich kommt jetzt keiner. Ey, war da noch einer hinten, man wusste. Bisschen abpacken. Die Map hat auch War Machine. Digga, was ist das hier, Mann? Ich sehe gar nichts. Jeder Specialist kann zweimal genommen werden. Weil 6 gegen 6 ist, oder? Bei TDM ging das aber schon immer. Zwei Leute gegen immer. Ey, die spawnen da ganze Zeit bei euch, Mann. Ja, direkt hier vor mir, Digga. Keine Kills vergessen. Oh mein Gott, hab ich ihm die Ehre genommen. Nein, ich denke, ich hab den Kill bekommen, weil da Konter drin ist, jetzt stand. Wow, er sniped mich mit einer Shotgun! Mit der Mock! Jo, Alter, mit Brandmunition alles am Start, Mann, Ehrenmann. Das ist echt, also Public, die Connection ist echt krank, Mann. Maddox hat einfach. Oh, ich hab den geholt mit seinem Schwert. Wie alt seid ihr jetzt? 24. Echt 24? Ja. Crazy. Oh mein Gott, ich Stück ab. Das heißt, das ist jetzt quasi dein größter Erfolg, dass du jetzt auf dieses Champs fährst, oder? Bisher. Das ist dort letzter wahrscheinlich, ja, so ein Ding. Deswegen jetzt Weltmeister werden. Digga, was für 14 zu 6, Mann. Ich hätte mich früher umgebracht. Ich bin schlechter als BT the Black Guy.
Digga, bei Fortnite einfach Buga 3 Millionen. Ja, der holt sich 10 Lambos da. Der ist auch so krass gut, was ich da gestern im Stream gesehen habe. So ja, hab ich auch gehört, dass der so schon, also sogar Camo, mit dem habe ich vorhin geredet, hat gesagt, dieser Buga schon nochmal besser ist als alle anderen Pros. Ja. Muss, allein diese Aussage muss man sich mal reinziehen. Einfach so wie Dashi in COD, bei dem hat man es auch gesagt dieses Jahr. Echt, ist der so eine Maschine oder was? Spielt einfach Public mit anderen Pros. Lol. Grundding ist das bei dem gewesen. Jetzt nicht mehr oder was? Ja, er halt immer noch halbwegs, aber Optik ist halt allgemein nicht so gut. Alleine wird halt schwierig. So wie bei mir halt. Ja, du hältst dann auch so stark zurück. Eins vor Drohne, jetzt wird schwierig. Junge, jetzt auf einmal kommen drei auf einmal. Ich weiß nicht, mit der Maddox, ich bin noch nicht 100% Freund damit. Ja. Das ist ja so krass hier, Public. Einfach kein Recoil, das Ding. Hier sind noch vier Leute. Gut zu hören. Digga, als ob du mir jetzt geklaut hast, Mann, du Heini. Ja. Ey, ich hab grad die War rausgeholt, Mann. Wo spawnen die? Digga, wie unsere Teammates hier campen, das sieht so süß aus. Junge, wie er hier schon hingeaimt hat, Mann. Okay, wie du die weggeballert hast, eine Sekunde zu spät. War safe kurz vor Nidia oder sowas. Ja, okay, 10 vor. Aber das ist kurz vor in Gamersprache. Das ist auch eigentlich 1 vor in Gamersprache. Junge, wo sind denn die Gegner, Mann? Die sollen wir jetzt hier reinlaufen. Er hat eine Titan draußen, ist vorbei. Hab ich direkt genommen mit dem Ding. Drohne, Konterdrohne sind da. Der eine kommt immer die Treppe hoch und schießt schon. Er weiß es einfach schon. Er ist cool. KD stimmt auf jeden Fall. Alter, ja, habt ihr gut rasiert. Wenn euch das Video gefallen hat mit Sharko und Phantom gemeinsam, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Danke fürs dabei sein. Mir hat das Video richtig gut gefallen. Haut rein, checkt auf jeden Fall Animosity auf Twitter ab und die Jungs sowieso. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.